Moin! Heute The Finals Open Beta mit mir, Fantomic. Ich zeige euch den einen oder anderen Charakter, den man spielen kann. Es gibt drei unterschiedliche und wir gehen direkt rein. Wir machen mal ein schnelles Spiel, schnelles Cash und gehen direkt rein. Und wir starten jetzt auch direkt auf der Map Monaco. Der schönste Ladescreen. Gewöhnt euch dran. Ich glaube, den werde ich noch öfter sehen. Das Spiel hat wirklich Potenzial und ist richtig geil. Aber der Ladescreen geht lange. Das geht mir immer richtig auf den Sack jetzt. Ist aber noch eine Beta. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, erst einen Absturz und habe so, ich glaube, 10 Runden gezockt. An sich läuft eigentlich alles sehr flüssig. Ah, jetzt könnt ihr das hier nochmal sehen. Man kann hier leicht zocken. Man kann hier mittel zocken. Den habe ich noch gar nicht gezockt und halt schwer. Wir fangen jetzt einfach mal mit mittel an. Da bist du halt nicht so agil, aber es gibt ein, zwei geile Sachen. Ich will jetzt hier nicht vorweggreifen, aber es ist an sich ein richtig geiles Spiel. Also ich fühle das wirklich anders. Ja, ich habe ja richtig gern Pickel. Aber ich habe mir extra hier für die Session gemacht, damit das hier zum Rot passt. And finally, the Vogues. Let's go, everybody. Let's go. Und da sind wir auch schon drinne. Und es ist witzig. Also. Absolutely, Scotty. Time for our contestants to prove their mettle. Alles klar. Also pass auf, es lädt sich immer alles auf. Digga, ich muss den Kommentator ein bisschen leiser machen. Du Hurensohn! So, ich spiele jetzt erstes Mal den Dicken hier. Das ist der Schwere und ich zeige euch mal, was an dem so besonders ist. Ihr seht zum Beispiel, oh mein Gott, da kommen Gegner, dahin sind Gegner, was sollt ihr machen? Digga, macht ihr den hier. Na, seid ihr raus aus dem Haus. Digga, richtig geil, richtig geil. Was auch nice ist, ihr habt unendlich Munition. Ihr könnt jetzt hier so ordentlich rumballern, passt auf. Und dann lädt sich das wieder auf, ne? Ansonsten habt ihr noch so ein, naja, keine Ahnung, wie man das nennt, ne? Eine Barrikade gibt es ja in Warzone auch, ist auch ganz cool, weil ihr könnt hier auch Leute wiederbeleben. Leute wiederbeleben ist genau wie in Battlefield, ne? Da habt ihr so einen Defri, Digga, pack, haut da einmal drauf und dann habt ihr den wieder. Wenn das dann stellt und dann könnt ihr noch so viel Sachen machen. Das ist jetzt der erste hier. Ich zeige euch ein bisschen was. Wir gucken jetzt mal, dass wir ein, zwei Leute finden. Mein Team ist mies am Abkacken. Der wird gerade zum Beispiel wiederbelebt. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier nicht komplett reinscheißen. Wir können immer so ein bisschen was machen und müssen immer ein bisschen gucken. Der Game-Sound ist auch sehr geil. Ich weiß nicht, ob man es im Video so hört und das so gut rüberkommt, aber man hört alles so gut wie in Valorant. Und die Performance, ich habe alles auf Ultra. Also richtig geil, richtig geil. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Okay, mein Bree ist da vorne. Okay. Ich werde ihn jetzt einfach mal wiederbeleben. Jetzt seht ihr das zum Beispiel. Okay, ich habe das jetzt nicht. Ich kann den halt quasi wie so ein... Keine Ahnung. Wenn du jetzt ein Sniper bist, in Battlefield dauert es ja auch länger. Und wenn du Medic bist, geht es halt relativ schnell. Dann ist es original wie in Battlefield. Jetzt mal gucken, wo die hier sind. Da ist das Cash-Out im 93 Meter. Und ihr könnt hier so viel machen. Ihr kriegt kein Fall-Damage, das ist auch cool. Also ihr könnt kein Fall-Damage bekommen. Das ist so geil. Das ist halt so die Arena, seht ihr hier, tak, tak. Ihr könnt hier noch so Sachen abschießen. Sowas zum Beispiel. Das kommt dann hier runter. Und dann könnt ihr das aufschießen. Und jetzt zum Beispiel ist da so Gas. Da könnt ihr halt so richtig Leute mitficken. Könnt ihr überall lang latschen. Wie gesagt, jetzt hier. Könnt ihr auch drauf ballern. Tack. Dann habe ich keinen Bock mehr, muss hier weg. Und baller mich hier wieder durch. Also relativ geil alles. So, aber jetzt müssen wir einfach mal unserem Team helfen. Okay, wir gehen jetzt rein, Jungs. Wir gehen jetzt voll rein. Oh, ich dachte, da wäre. Ich bin halt fucking langsam. Ich kann hier wirklich machen, was ich will. Also das ist Sprinten hier. Das ist Gehen. Aber ich habe halt übel schweres Geschütz, ist halt so. Sonst wäre das ja wirklich OP. Aber wenn du mit diesem Char erstmal im Fight bist, wirklich, da drückst du wirklich so viel Druck rein. Richtig geil. Wir laufen und wir sind auch gleich da. Und jetzt habt ihr zum Beispiel eingesehen, ne? Da oben war jetzt wer. Okay. Hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir dachte. Aber da habt ihr doch einen. Time to kill ist auch heftig as fuck. Und da ist noch wer. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel da durch. Und hab den umgebracht. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen miesen Triple Kill gemacht. Ja. Und ich würde sagen, das war's auch erstmal mit der Klasse. Dann gehen wir direkt in die nächste rein. Und da wird jetzt noch wer wiederbelebt. Dann mache ich mir jetzt hier den hier. Tack. Kann ich euch das mal zeigen. Und ja, dann hole ich ihn wieder. Kommt er, dann kommt er, dann kommt er. Und da habe ich ihn schon wieder. Also relativ cool. Aber das ist jetzt zu der ersten Klasse. Ich zeige euch jetzt die zweite Klasse. Bis gleich, Jungs. Jetzt zeige ich euch einmal die kleine Klasse, die es hier im Spiel gibt. Das ist die kleine Klasse. Die hat einen Haken. Oh yeah. Ist wie im Battlefield. Aber was ganz cool ist, die hat so Schleimgranaten. Damit könnt ihr wen slowen und den Weg abschneiden, weil man kann da nicht durch. Also relativ cool. Das ist echt cool. Und was war das hier? Ja, genau, das war nun mal halt C4, ne? Eine Sprengladung. Kennt ihr ja auch, ne?
Zack, fertig. Und hier ist auch so unendlich Muni. Ihr habt hier eine kleine Uzi. Und da könnt ihr auch nicht reinrummeln. Ihr könnt auch noch einen Sniper nehmen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Uzi. Und jetzt zum Beispiel da oben ist ein Checkout. Ich gehe rein. Zack. Und ich muss da oben hin. Okay, okay. So, wo ist das hier? Okay, wir sollen move'n. Ach, das ist da hinten erst. Ach, Digga, ich noob. Aber ihr habt den Haken, also ihr seid wirklich fucking flexibel. Ihr seid so flexibel. Wir können jetzt wirklich einfach gucken. Ich will jetzt da oben hin. Oh fuck, es hat nicht funktioniert. Dann gibt es auch immer diese Sprungwetter. Ich kenne die Maps nicht, ich kenne das Spiel auch nicht ganz so gut. Deswegen verzeiht mir den einen oder anderen Fehler. Jetzt gucken wir, das ist Cash-Out, das ist Cash-Out. Jetzt könnt ihr zum Beispiel, wenn da oben Cash-Out ist. So, haben wir den ersten. Mit der Uzi. Bam, Junge. Den habe ich nicht kommen gesehen. Ich weiß nicht, was das war, aber er hat mich hardcore gefickt. Ah, ich sehe das Replay jetzt, oder? Ah, guck, er ist auch mit den Haken rein. Nee, ich sehe es doch nicht. Ich werde aber wiederbelebt. Oder auch nicht. Okay, Ausrüstung wechseln. Dann könnt ihr jetzt noch hier auf Sniper gehen. Ich mache jetzt mal die Sniper rein. Und jetzt habe ich die Sniper. Ihr könnt die zwei Waffen spielen, man kann mehr freischalten, aber am Anfang ist es erstmal so, dass ihr die Sniper und die Uzi habt. Und ihr seid echt sehr flexibel, ihr könnt ja sehr schnell rennen. Ihr könnt ja wirklich einiges mitmachen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen jetzt wieder sind, wo wir hin müssen. Oh mein Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Wie gesagt, wieder kein Fall Damage. Okay, ihr müsst erstmal nach hier unten. Aber es geht hier wirklich gut ab, ihr könnt hier überall hin, tak, tak. Man muss das Move im Drauf haben, ich glaube, dann macht das Spiel richtig Fun, macht es richtig Bock. Jetzt können wir zum Beispiel hier oben hin. Ist natürlich scheiße, wenn wir jetzt zu Close Range mit einer Sniper gehen. Okay, was machen wir jetzt hier? Erstmal gucken. Das wäre. Oh mein Gott, habt ihr nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh scheiße, ey. Das hat keiner von euch gesehen. Da unten ist auch noch wer. Okay, perfekt. Dann haben wir doch zwei Stück schon mal geholt. Das ist quasi der Sniper-Char. Mal gucken. Ich spiele jetzt noch bis zum nächsten Tor, dann gehe ich auch in die letzte Klasse rein. Die habe ich selber noch gar nicht gezockt. Hier könnt ihr wieder die Scheiße vom Boden holen, vom Himmel holen. Habt ihr diesmal eine Smoke. Also ist immer was dabei und spawnen immer anders. Ist sehr cool. Dadurch entstehen viele neue Szenarien. Mal gucken. Jetzt kann ich erstmal gucken. Wieder kein Fall Damage. Ich stack die jetzt erstmal. Können die jetzt hier nicht raus? Ich gehe vorne rein und guck, was hier abgeht. Da war einer, der ist mit dem Haken hoch. Da unten ist auch noch einer. Habe ich ihn einmal? Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier noch einen Splitter drauf kriege. Und man sieht halt, wo man hinwirft. Ist relativ geil. Mal gucken, ob da was Spannendes bei ist. Nein, ist es nicht. Jetzt bin ich ein bisschen fucked, weil ich habe hier keine ordentliche Waffe. Ah, nein, ich nicht. Ah, fuck, fuck, fuck. Oh! Jetzt müssen wir schnell wieder hoch mit dem Haken. Okay. Muss noch hier irgendwie wieder reinkommen. Oh. Nein! Nein, ich noob! Okay, ich zeige euch die nächste Klasse! Mann! Ha! Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung. Also ich kann nicht snipen auf kurze Distanz. Ich habe ja nicht mal eine andere Waffe. Quickscope und so, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht auch noch ein anderes Loadout mitnehmen müssen, dass ich da irgendwie ein bisschen agieren kann. Hätte ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Feuergranate gesetzt oder eine Splittergranate auf seinen Low-Range-Tag, der wäre gefickt. Auf seinen Low-Health, meine ich. Aber wir gehen weiter. Oh, wir müssen hier erstmal weiter drücken. Ich will zum Hauptmenü. Und dann gibt es hier noch die andere Klasse. Wir gehen wieder in ein schnelles Spiel. Und die habe ich selber noch nicht gezockt. Und ich bin mal gespannt, wie die jetzt aussieht. Ich bin sehr gespannt. Das wird jetzt die letzte Klasse. So, das ist die mittlere Klasse. Da hat man sowas wie eine AK, ein Sprungkissen. Und da kann man dann retzen. Schleimgranate, was nehme ich denn da mit? Eine Glasmine. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Egal, haben wir jetzt nicht mitgenommen. Ich war zu langsam mit meinem Rentner hier. Das bin ich. Boundless. Okay, es geht los. Da haben wir gleich alle drei Klassen schon einmal gespielt. Das Sprungel habe ich aber schon ein, zwei Mal gesehen. Da können auch eure Teammates drum springen. Und ihr kriegt kein Fall Damage. Und wenn das drei Stück spielen, Digga, ihr habt Movement. Also wenn das Spiel mit Freunden zockt, Digga, zu geil. Richtig geil. Jetzt gucke ich mal kurz, dass wir gleich da oben ist, wer da ist, wer da ist, wer da ist. Das wäre, wer ist da, wer ist da, wer. Und ich glaube, kann man hier auch klettern? Ja, man kann relativ gut klettern. Und man kann pingen, ne?
Digga, mein Aim, mein Aim. Okay, den ersten haben wir. Den ersten haben wir. Sehr gut, sehr gut. Und das ist der zweite. Und jetzt mache ich hier mal so eine Glasmine hin. Wo sind die Glasminen? Kann ich hier reinwerfen? Gibt es hier mehr als eine Glasmine? Finde ich gut, finde ich gut. Okay, der ist dahinter, der ist dahinter. Okay, perfekt. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Aufnehmen. Ich weiß nicht, was ich damit machen muss. Ich weiß nicht, was ich damit machen muss. Ich weiß nicht, was ich damit machen muss! Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Gold machen muss. Aber ich habe wenigstens ein, zwei Leute noch gefickt. Und hier kann man auch noch wechseln. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Da gibt es noch eine... Ist das was in den Diegel? Wir tryen die auch noch mal. Die Glasmine war jetzt nicht so geil. Man muss natürlich auch wissen, wo man die hinlegt und so. Da muss ein bisschen Zeit vergehen. Ich brauche das ein oder andere Tutorial. Ja, okay, das ist sowas wie ein... Das ist ein Revolver. Okay. Okay, sorry, Bro. Ich wollte dich nicht ficken. Gibt es Team Damage? Ne, gibt es kein Team Damage. Dann wäre die geilen Sachen. Und in der Arena waren wir noch gar nicht, ne? Aber es ist ein bisschen vernebelt. Das fuckt mich ein bisschen ab. Mag ich nicht. Ich hasse auch ein GTA, wenn es regnet. Das können die im Spiel rauslassen. Okay, okay. Da hinten geht wieder die Luzi ab. Und warum? Warum, Digga? Warum mache ich eigentlich so? Ich kann auch einfach den hier machen. Perfekt. Da war doch wer, da war noch wer. Digga, das ist hier so ein Kreuz und Quer. Da muss man erstmal reinfinden, die Maps kennen. Aber dafür, dass es eine Beta ist, spielt sich das echt gut. Digga, was soll ich jetzt hier machen? Wohin, wohin mit ihm, wohin mit ihm? Nein! Das gibt's doch nicht. Oh, mach doch was, mach doch was. Kann ich selber heilen? Wäre auch so schön gewesen. Ey, ich will jetzt noch einen Kill machen. Ich will noch einen Kill machen mit dieser Deagle. Ich will noch einen Kill machen. Ich habe gar kein Aim. Ich habe wirklich jetzt eine Woche nicht gezockt. Direkt neues Game, Digga. Ich komme gerade noch gar nicht auf mein Leben klar. Aber er hat einen goldenen AK. Er ist ein sexy Motherfucker. Ich zeige euch gleich auch nochmal den Shop. Okay, ich will jetzt hier raus, ich will hier raus. Wir sind alle tot, deswegen geht's jetzt nicht weiter. Okay, okay, jetzt. Jetzt nochmal mit der Deagle, Digga. Nochmal mit dem Revolver in dein Gesicht, Digga. Ich lasse das nicht auf mir sitzen, diese Klatsche, die ich gerade bekommen habe. Ja, Digga, ich hole mir jetzt ein Trampolin raus und dann werde ich gefickt. Okay, hier sind Glasminen, hier sind Glasminen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine Glasmine, zwei Glasminen. Okay, ich habe jetzt noch 5 Schuss. Ist er unten? Ist er unten? Digga, ich komme ran. Geht nicht. Okay, ich bin weg. Aber es gibt kein Fall Damage, das ist relativ cool. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wo der sich. Wo der ist. Ach, da ist er, da ist er, da ist er. Ich habe aber noch einen Shot gemacht. Egal, wir gehen raus, Jungs. Ah! Auf jeden Fall, ihr habt jetzt die drei Klassen gesehen und die, ich glaube, die Standard-Waffen. Das waren jetzt soweit alle Waffen, die es gibt. Ihr habt ja auch eben das MG noch gesehen, oder? Habe ich mit dem MG rumgeballert? Der habe ich kurz. Ihr habt das MG gesehen, das sind so drei Waffen, die es gibt. Also quasi eine AK. Ein Sniper, eine Uzi, eigentlich wie in jedem anderen Spiel auch, ne? Jetzt gehen wir hier wieder zurück zum Hauptmenü. Und was kann ich euch noch zeigen? Es gibt hier die Ausrüstung, das gibt alles, also es gibt noch viel mehr, ne? Es gibt noch andere Waffen, ihr könnt es alles freischalten. Ihr müsst halt ein paar Games machen und dann kriegt ihr diese Punkte und dann könnt ihr was freischalten, relativ cool. Gibt hier auch noch ein Level-System. Also es gibt wirklich viel Stuff, ne? Es gibt viele Sachen. Ihr könnt hier noch viel mehr machen und es wird wahrscheinlich auch noch viel mehr dazukommen, auch andere Klasse, vielleicht noch Mittelgrößen. Ansonsten gibt es einen Battle Pass ganz normal, der ist for free so, den könnt ihr normal zocken, bekommt ihr alle Sachen, gibt es keinen Premium Battle Pass erstmal. Und es gibt noch Waffenskins, die zeige ich auch, auch wenn es eigentlich unnötig ist, da gibt es hier halt so einen Scheiß. Ich habe mir ein paar Sachen schon geholt. So, wie geht man denn hier in Ausrüstung bearbeiten? Hier, dann könnt ihr im Steve wirklich noch wirklich so viel ändern. Da gibt es so viel. Ihr habt am Anfang, auch wenn ihr die Beta zockt, schon ein paar Punkte frei. Deswegen konnte ich ein, zwei Sachen holen. Die Lederjacke war geil. Wenn das noch grau wäre, wäre es auch nice. Könnt ihr so Anzüge holen. Also gibt ein, zwei coole Sachen. Ne? Körperbemalung. Also alles, was man eigentlich auch nicht braucht. Ein paar coole Masken. Tag, tag, tag. Ja, also, die haben ja auch wirklich auf alles geachtet. Man kann so viel machen, auch mit den Haaren und Körperbau, etc. Also da ist wirklich alles abgedeckt. Ne? Könnt ihr noch Energy mitnehmen oder, was weiß ich, einen Baukasten, einen Lolli. Könnt wirklich alles mitnehmen. Digga, das sind auch die Stiefel, die ich gezockt habe. Die sind relativ witzig.
Ja, ihr könnt vieles machen. Ne? Ihr könnt vieles machen. Und ich glaube, das Spiel wird gut. Das Spiel wird gut. Ich habe bis jetzt nur Geldregen gezockt. Es gibt noch viel mehr. Ich habe nicht viel gezockt. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar nice Sachen. Ne? Es gibt natürlich dann auch wieder die ganze Skin-Scheiße und so. Aber das Spiel ist dafür Free-to-Play. Und ich würde ihm eine Chance geben. Weil ich glaube, dass so ein Spiel was kommen wird. Weil das deckt so alles ab. Also alles Cooles deckt es ab. Und am allercoolsten ist es in Einstellungen. Wo war es denn? Barrierefreiheit, Audio, Video, Controller. Ah genau, ihr könnt das Crossplay ein- und ausstellen. Und Matchmaking-Region und so wen. Das heißt, ihr müsst nicht wie bei Warzone irgendwie, keine Ahnung, auf der Konsole zocken, damit ihr Crossplay aus mehr machen könnt. Und dann bringt es auch gar nicht mehr, weil ihr die PC-Leute ohne Aimbot nicht farmen könnt. Aber ihr könnt zum Beispiel auch, anstatt ein VPN zu spielen und dann in Asien zu zocken, könnt ihr direkt hier über den VPN quasi im Game in Asien zocken. Also geil. Also ich denke, wir werden noch einiges von diesem Spiel sehen, ne? Es gibt hier Ligen, es gibt wirklich alles. Es gibt hier den Laden, Teilnehmer, ihr könnt ja noch ein paar Leute einladen und so erstellen, neue Klassen könnt ihr machen. Also es ist ein cooles Spiel, guckt einfach mal rein. Ich werde das vielleicht noch ein, zwei Mal zocken. Ich wollte euch das erstmal nur nahe bringen, damit ich nicht so allein hier in den Lobbys bin. Bis dann. Pop the frame. Baby mama telling me that I'm insane. If I got her, then I got her in my brain. It's too late. Think I love her, but I lost her in the shade. I've been moving too fast. Catch a break, man, I really need to rest.